Hallo meine Lieben, ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Vivi und wir werden uns heute mit, wie ihr schon im Titel auch sehen könnt, mit den Quartern beschäftigen. Ich habe ein paar Fohlen zu zeigen und das freut mich sehr an der Stelle. Irgendwie ist das wie so ein kleiner Neuanfang. Es ist ja auch ein Neuanfang. Aber es ist irgendwie nochmal anders. Keine Ahnung. Back to the rules. Ich freue mich sehr. Wir haben hier einen kleinen Hengst. 775, 10, very good und 2, good. Ich glaube, der kam aus einer Verpaarung, die ich nicht gemacht habe. Die Mutter war nämlich, glaube ich, schon tragend. Genau, deshalb habe ich auch noch nichts eingetragen. Ja, der hat noch nicht viel gemacht in seinem Leben. Der ist, glaube ich, erst heute Nachmittag oder so geboren. Genau, der hat ein E und ein Pearl. Und auch wenn Pearl, ja, Pearl ist, möchte ich ja auch nicht haben. Also das ist wirklich, das ist auch nochmal auf meiner Seite beschrieben, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ja, wir gucken mal kurz. Double Steppin ist der Vater, High Hopes die Mutter. Und er hat echt ein GP-Rolldown bekommen, 775. Das ist natürlich super, super schade. Ja, und die erste Konfo lag bei 83, das heißt, das ist auch unterwertig. Sagen wir, es ist unterwertig. Schade, ne? Die wird definitiv verkauft werden. So. Aber ich freue mich trotzdem über die tollen Tiere. Dann, hoppala, haben wir ein weiteres Hengstfohlen. 826, 9 good, nein, 9 very good und 3 good. Und eine 91,7 bis dato gehabt. Ja. Ich glaube, war das... Ich muss gleich mal gucken, was wir hier haben. Ein einfaches E, ein doppeltes Z, was ich nicht möchte, und ein Roan. Wird ein schöner. Und das ist auch von Wild Secret gewesen und Wild Dream. Auch eine Verpaarung, die ich selbst nicht gemacht habe. Sind auch beide bei 12 very good. Und er hat leider nur 3, ne? 9 Stück hat er. Ja, auch etwas zum Wegpacken. So, dann haben wir hier eine Stute, 842, ja, die ist halt echt nicht gut. 2 very good, 5 good, 5 average. Ja, die ist echt nicht fein, ne? Die ist echt nicht fein. Die ist überhaupt nicht gut. Es ist halt natürlich auch ein krasses GP schon, aber... Ein Dunn ist dabei, was wir auch nicht haben wollen. Special 1 stört mich nicht so. Ja. Ich sehe jetzt zumindest eine 83, womit man irgendwie hocharbeiten kann. Aber das ist halt... Nee, das funktioniert leider auch nicht. Werden wir auch... Na moin. Habe ich da vielleicht die andere Taste gedrückt? Ja. Werden wir auch verkaufen, die kleine Maus. Dann haben wir Miss Canyon und Miss Canyon hat eine 814, ein very good und 11 good. Eine 81,2 bisher, eine 81,8. Auch in Ordnung für mich. So. Man sieht leider schon, dass sie auch Dunn trägt. Ein doppeltes E, ein A, ein Dunn und ein Roan. Interessante Farbe. Ein Mädchen definitiv und... ist von Perfect Slide. Und jetzt müssen wir uns einmal festhalten, was Someday Sunny gemacht hat. Sie hat nur 9 Good und 3 Average. Er hat 11 Very Good. Sie hat einfach 1 Very Good, 11 Average, 11 Good und keine Average mehr. Also das hat er wirklich mega, mega gut hochgezogen. Das Einzige, was ein bisschen gelitten hat, sind die GP. Ich würde es trotzdem mal mit ihr versuchen. Ich würde sie eventuell mal behalten. Und dann mal schauen, wie wir weitermachen. Da werde ich erstmal das einfach wegnehmen und dann einfach mal gucken. Kann man im Nachhinein ja immer noch verkaufen. Kommen wir zum nächsten Fohlen. Und über das Fohlen habe ich mich wirklich, wirklich sehr gefreut. Das ist Dark Pine. 806, 11 very good und 2 good.
90,8 hatte er bis mehr gelaufen. Das ist immer noch so. Sehr viel mehr ist da auch gar nicht drin. Doch ein bisschen dürfte noch Luft sein. Ja, habe ich mich, wie gesagt, sehr gefreut. Guckt euch mal bitte diese Blässe an, wie süß die ist. Die blauen Augen und die zwei Füße, die weißen. Einfach toll. Hat ein Champagne und ein E und ein Roan. Und ist von First Class und Hot Pumpkin Latte. Und da hat sie schön die GP gepusht. Und ja, wer da eigentlich die... Hat er noch ein höheres? Doch, er hat die 91,5. Genau, und ja, ganz toll gemacht, finde ich. Den werde ich auch behalten, damit wir ein bisschen Auswahl an Hengsten haben. Für die Champagnezucht einfach, damit die nicht alle miteinander verwandt sind. Dann habe ich noch ein Erfolgserlebnis zu verkünden und das war Dark Sliding Stop, ein Hengst, 500, ach, ich sag schon wieder 500, ich bin schon tief bei den Mongolen, 823, jetzt geht's aber los, 832, meine Freunde, 10 very good, 2 good, hat eine 98 bisher gemacht, es bleibt auch bisher erstmal so und hat eine BT von 87 glatt. Ich finde ihn wunderschön und ja, das war auch richtig fail, dass ich ihn hochgezogen habe, wenn ich ehrlich bin. Denn ich, es ist von Perfect Slide von Myers Hengst und Dark Angel habe ich von ihr bekommen mit dem Fohlen zusammen, also mit ihm hier. Und habe dann gesehen, ach, ich habe ja eine Stute zum Decken. Ich könnte meinen Hengst ja groß machen und die damit ecken. Ja, habe ich natürlich nicht gemacht, weil mir dann aufgefallen ist, oh mein Gott, bin ich doof. Das ist ja die Mutter. Egal, habe sie dann, ja, jetzt habe ich ihn einfach nice to have und so. Ja, aber er ist ein wirklicher Erfolg und das freut uns wirklich sehr. Ja, ich bin gespannt, was der uns so bringt. Ich hoffe, der macht ein paar wunderbare Babys. Und ja, das war's an der Stelle mit dieser Folge. Ihr könnt mal kurz in den Stall gucken von meinen Quartern. Und zwar sind das diese hier. Ja, ich habe einige Stuten, bei denen ich auf Fohlen warte. Flaming Beauty. Viele sind halt auch noch gedeckt gewesen von Pferden, von Hengsten, die ich nicht bestimmen konnte. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was uns diese kleine, aber feine Zucht bringt. Hier ist auch die Dark Angel. Und ich freue mich sehr, dass ich da wieder eingestiegen bin. Ich habe sehr viel Motivation. Und ja, ich habe sogar hier gestern zwei Pferdchen aus der Auktion geholt, die von Something Special sind. Das ist einmal er hier. Und der steht immer noch bei Maya und wir lieben ihn abgöttisch. Und ja, das hier ist die Tochter. Und das hier ist die Enkelin von Something Special. Hier sieht man es. Und ich habe mich tierisch gefreut, dass ich die bekommen habe. Es waren auch echt ein Schnäppchen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen für heute. Lasst mir gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da und kommt auch gerne mal auf Twitch vorbei. Bis dahin. Ciao, ciao.